Willkommen zum Ruhrpott. Wir begrüßen euch heute zu einer Kurzausgabe, wie immer, Jakob und Dirk. Ja, von der Tölzken auf das Schöckskin heute mal ganz anders. Diesmal ziemlich feucht und nass, und zwar aufgrund einer Einladung, die wir, bedanken uns Alina. Du wirst enterbt. Sofort. Wird sofort unterschrieben, gleich beim Notar, wir haben morgen schon den Termin. Wir sind eingeladen worden zu einem Bucket Challenge. Ja, ist ja ziemlich bekannt, glaube ich, braucht man heute nicht mehr erklären. Und wir dürfen uns heute richtig eiskaltes Wasser über den Kopf schütten. Du hast extra hier ganz tolle Herzchen mitgebracht. Ja, das ist richtig, das ist, wir gehen mal ein bisschen näher dran, das ist extra für unsere Hörer, haben wir richtig tolle Herzen, eiskalte Herzen mitgebracht. Für euch machen wir das heute. Dirk, wir kriegen die Herzen der Zuhörer zu. Yay. Gefangen. Ja, aber wir wollen das ein bisschen abändern. Wir wollen das nicht so wie üblich machen, wie es im Internet dauernd gezeigt wird. Dafür stehen wir für Ruhrpott. Wir sind eben etwas anders, weil wir wollen nicht spenden an RLS. Und zwar aus dem Grund, weil wir können keine veganen Podcasts machen und produzieren und das vegane Leben oder vegetarische Leben preisen. Und da werden Tierversuche mit unterstützt mit dem Geld. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir werden andersweitig spenden. Das heißt nicht, dass die Aktion schlecht ist, und es ist auch toll, dass diese Gelder auch einer guten Sache zugutekommen. Aber es gibt noch viele andere Dinge, die wichtig sind und die unbedingt also auch unterstützt werden müssen. Und wir werden andere Organisationen unterstützen, wie den Tierschutz. Und uns liegt uns sehr am Herzen, dass also auch gerade Kinder aus Kriegsgebieten, also flüchtige Kinder aus Kriegsgebieten hier unterstützt werden. Und von daher werden wir da hinspenden. Du hast aber ich habe die Tafel mir ausgesucht aus dem einfachen Grund, weil ich sehr viel mit Kindern zusammenarbeite und sehe, ja, mit armen, verarmten Kindern. Und ich möchte einfach, dass die genügend zu essen haben, und spende dann mein Geld an die Tafel. Ja, jetzt haben wir keine Ausrede mehr, um uns diesen doch sehr kalten Wasser über den Kopf zu schütten. Der kriegt alles. So, wir haben das Ganze jetzt auf minus 5 Grad runtergekühlt. Marion! Maren, kalt. Maren konnte sich vorher davon überzeugen, dass hier wirklich alles ordnungsgemäß zugeht. Das Wasser ist runtertemperiert worden. Es ist auch kein Bier drin, es ist wirklich ganz normales Wasser. Und natürlich müssen wir auch nominieren. Ja. Und die aufmerksamen Betrachter. Jetzt. Genau. Wir hatten erst gedacht, Barack Obama, dann an Putin und an Frau Merkel, weil es wird Zeit, dass sie sich endlich mal den Kopf kühlen lassen. Denn das, was sie zurzeit machen, ist ja eher nicht so schön. Und, oder die ganzen Wähler der Rechten in Sachsen, damit die auch mal ein bisschen runtergekühlt werden. Aber das haben wir natürlich nicht gemacht. Nein. Wir suchen uns natürlich Freunde aus dem engsten Kreis der Familie. Und wer gleich aufmerksam beobachtet, was auf dem Eimer steht, der wird sehen, wer nominiert worden ist. Und da werden wir gar nicht viel zu sagen, das ist eine kleine Überraschung. Und wir grüßen all schon mal die, die demnächst sich ein bisschen Eis über den Kopf schütten möchten und dann natürlich auch etwas spenden wollen. So, ich glaube, jetzt haben wir genug geredet. Okay. Die ist ja eine Kurzausgabe, keine Langausgabe, sonst schaffen wir es wahrscheinlich noch. Das ist jetzt wirklich ein Pott diesmal, also wirklich unser Ruhrpott. Nee, du musst ihn umdrehen. Ist so. Ja, weil er sonst nicht nach vorne steht. Ist doch klar, oder? Ja, okay, ja, richtig. Das war jetzt. Ich muss ihm das immer alles erklären. Dafür ist er in der Technik besser. So. Du kriegst gleich zwei Eimer im Kopf. Wir machen den größten Blödsinn überhaupt, den es auf dieser Welt gibt. Und wir Blödmänner machen das auch mit. Hast du einen Handdruck bereit? Nein, natürlich nicht. Nein. Also, gut. Auf drei. Eins, zwei und drei. Das ist ein Red-T-Shirt-Contest. Kalt! Ja. Das ist sehr kalt. Extra für und das euch. Ist die blödeste Idee, die es überhaupt gibt. So. Mein Gonzo ist nass. Und die jetzt hier draufstehen, werden sich hoffentlich demnächst dem anschließen. Ja, allen Hörern und Zuschauern wünschen wir viel Spaß dabei. Und tschüss. Bei der nächsten Challenge. Tschüss. Bis in zwei Wochen.